Ursula hat mich angesprochen, ich glaube vor circa 2 Jahren, in Salzburg, und es ist darum gekommen, dass die in diesen Statuten von diesem Geld, was wir von der Liebe-Region kriegen, ist irgendwie, steht irgendwie drinnen, dass man mit Land und Leuten dass man die einbezieht, oder? Und die Ursula hat also den Tipp bekommen, dass ich halt mit Land und Leuten seit 30 Jahren immer wieder umgehe, sprich mit Laiendarsteller, Leute aus der Gegend und auch Geschichten erzähle, die so provinzielle Geschichten und halt, oder sagen wir mal, Geschichten aus der Provinz. Und das war so der Auslöser, warum sie mich angesprochen hat. Mein Fußhaar brennt! Was war, wenn man so einen Strom aus Stroh und Groß... Das glaube ich da nicht! Ich würde sagen, noch zu mehr am Boden. Stopp! Philipp, nächste 50 Meter noch? Denken wir es auch, ja? Wenn nachher ein Tonmeister braucht, Philipp Feichtinger, steht immer zur Verfügung. Aber in einer Stunde hat er XLR-Kabel irgendwie verlegt. Aber das liegt da nicht. Meistens. Aber das liegt gescheit im Bild. Ja, ich kann nicht einmal beschuldigen, dass das Kabel nicht zusammenliegt, weil ich bin der Einzige in die Karten. Ah, das hat sicher der Peter. So, fertig für eine Probe. Arbeitsruhe, bitte. Schaut das jetzt aus, oder? Hier wird mit seinem Namen. Das war ein nicer Song. Ja, wisst ihr nicht, dass ich nur ganz wenige Funktionen bei meinem ausüben kann? Ausschalten geht. Ausschalten geht. Ist ja das Wichtigste. So, Achtung! Das freut mich sehr. Du wirst eine schöne Hochzeit haben. Den hat sogar. Wer ist denn von uns? Nein, was ist der meisten hier von uns? Es ist nur so, die Detaillierung, was ist schon, dass es jetzt genau dort hat, wo man nicht hinschauen. Genau, jetzt ist es besser. Ja, und jetzt da noch, da ist also eine Delle drinnen da herüben. Schau, da oben ist so eine Delle. Aber eigentlich noch voll nicht wirklich. Das ist ja frech. Das ist ja und als Grafin zu frei. Und du bist viel zu jung. Also nein, nicht schwer muss. Also, ja, passt. Nur ein bisschen lauter kann ich auch sprechen. Ja, kannst du auch. Ich werde Kundschafterin und Dolmetsch bleiben. Fragt sich nur, für wen. Ja, das ist ganz wichtig, dass du da langsam bist. Fragt sich nur, für wen. Und dann anschauen, nicht sofort dort aus. Das ist alles so schön. Fragt sich nur, für wen. Ja. Und dann nur ein bisschen dann, das ist nur auskosten, bis zur letzten. Okay, haben wir was? Mama, ich muss zurück in die Zukunft. Der Große nach links. Mehr Rücken oder ein wie auch immer, so dass du dann beweglich im Sitzen. Nein, das ist der Fehler. Eine Samurai-Einstellung. Eine wichtige. Am auch das Tempo. Kurosawa. Genau. Du musst so ringen. Der geht ohne seine Gossen. Ach so, du musst erst. Nehme ich zuerst zu sich. Ich schon weg. Ich schon weg. Das kann sein, ja. Heute ist das nicht. Das ist ein Tahit, du brauchst nichts länger. Ja, nein, den erwischt man nicht mehr. Er hat nicht mehr? Nein. Nein, Gott, ist das. Ja. Den erwischt jetzt nicht mehr. Die sind schon weg. Getan. Eine Leber halbieren, bitte.
zurück an den Berg, dann ist es ja. Genau, sobald jetzt vier Sieg, schwenke ich auf für Zwerner und wir schärfen auf See. Ja. So. Tisch nicht berühren, sondern. Nein, berührt den Tisch nicht. Ja, genau, das ist gut. Hier ruht unser Filmhase, den wir da beerdigt haben. Es gibt einen roten Faden, der sich so durchzieht durch alle diese Episoden, dass im Mittelpunkt steht jemand, männlich oder weiblich, der sich was traut, der so gegen Gott und die Welt antritt, der Zivilcourage beweist, der mutig ist und eben vor allem gegen das Bestehende auftritt. Was bitte? Ja, du bist jetzt zu brav. Du lässt sie ausreden und dann fängst du erst an. Ich würde sagen, er soll ruhig früher anfangen. Noch zwei, drei Worte, aber noch nie zu laut. Jetzt machen wir noch eine so wie immer. Er ist stark und dann fängt er an zum Rebellieren. Ich meine, was wir auch probieren konnten, ist quasi, dass er halt vorher. Du solltest auch mitspielen. Ja, Cäsar. Wiederholen, den Vorwurf bestätigen. Er liebt dich über alles. Also, ihr könnt euch ein bisschen das zurecht schneidern. Ja. Es ist ein bisschen zu stark. Das heißt, ein bisschen Leben kann ich nicht machen. Null Anzeigen. Achtung, Konzentration bitte. Und Ton. Dann läuft. 12, 1, E. Kamera läuft. Haut ab, ihr Biester. Aufstehen und weggehen. Sind wir wieder beim Make-up, Dominik. Frauen werden nämlich öfters geschminkt und in dieser Episode auch die Männer, wie man sieht. Ziemlich wild hoffentlich, oder? Machst du das? Gut? Und so schaut das Leben einer Leibgardisten aus. Ganz Tag nur fallen. Halt dein breches Maul, du hast es endlich kapiert. Der kommt dir noch früher an deiner Nase herumgefällt. Aber du kapierst du das. Und die haben gesagt, dass wir uns zunächst. Oder unten raus. Okay. Weil unter immer eine Drehung, weil du da und so beendest, wenn du fährst, mehr oder weniger die Wunde noch rausholst. Richtig Fleischstücke rausholen. Genau. Die Pferde stehen neben ihr, aber nicht den Kopf neben ihr, neben dem Ohr. Okay.